Die Galeria Kaufhof in Rostock muss schließen. Am 31. Januar 2024 ist definitiv Schluss. Die Filiale steht auf einer Liste von insgesamt 52 Standorten, die aufgegeben werden. Dies teilte der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof am Montag, den 13. März mit. Die zweite in Mecklenburg-Vorpommern verbliebene Filiale, das Karstadt Stammhaus in der Hansestadt Wismar, soll aber geöffnet bleiben und steht nicht auf der Streichliste. Ja, ich freue mich natürlich. Das ist überhaupt keine Frage. Ich war, ich will nicht sagen sicher, aber doch auch ziemlich optimistisch, weil ich weiß, dass hier am Standort schwarze Zahlen geschrieben worden sind. Also die wirtschaftliche Situation ist eigentlich nicht hätte sein können. Das hat sich jetzt letztlich bei dieser Entscheidung bewahrheitet. Ich will aber auch eins hinzufügen. Es gehört dazu natürlich auch ein weinendes Auge, wenn ich sehe, dass sowohl in Rostock als auch in Lübeck die Häuser im Jahr 2024 geschlossen werden sollen. Das tut mir natürlich weh. Die Rostocker Oberbürgermeisterin teilte mit, dass sie entsetzt über die Schließung in Rostock sei. Sie habe mit dem Vermieter des Warenhauses Kontakt aufgenommen. Der Standort in der Innenstadt ist hochattraktiv. Jetzt müssten gegenüber der Online-Konkurrenz Ideen und unternehmerischer Mut her. In Deutschland gibt es derzeit noch 129 Galeria Kaufhof-Filialen. 21 Standorte werden zum 30. Juni diesen Jahres aufgegeben. 31 Häuser zum Januar kommenden Jahres. Weit über 5000 Menschen werden ihren Arbeitsplatz verlieren. Galeria Karstadt Kaufhof hatte Ende Oktober zum zweiten Mal innerhalb von weniger als 3 Jahren Rettung in einem Schutzschirm-Insolvenzverfahren suchen müssen. Als Grund für die bedrohliche Lage des Unternehmens hatte Konzernchef Miguel Müllenbach damals in einem Mitarbeiterbrief explodierende Energiepreise und die Konsumflaute in Deutschland genannt.